nein, bitte kein Pulsspiel jetzt. Es ist ein Pulsspiel. Oh. Was ist denn los? Wir müssen irgendwie was machen, wo wir laufen oder irgendwie uns anstrengen, so richtig. War das bis jetzt noch nicht anstrengend? Nee, für mich, also... War das für dich denn anstrengend, Silvio? Geht so. Ja. Der Schein trügt manchmal. Also, Sachen treffen heißt das Spiel. Hier die Regeln und ich zeige auch gleich das Beispielbild. Wir haben hier zum Beispiel Obstsorten auf einem Rasterfeld, auf einem karierten Rasterfeld. Eine Banane, einen Apfel und eine Orange. Das Bild, das bleibt jetzt ein bisschen länger stehen, aber wenn es richtig gespielt wird, bleibt das Bild 20 Sekunden stehen. Thomas hat das gespielt, ne? Das kann gut sein. Ja? Und ihr müsst euch die Sachen merken. 20 Sekunden lang, wo stehen jetzt diese drei Sachen? Wenn die Bilder nachher verschwinden, nehmt ihr euren Stift und ich frage dann etwas und ihr müsst dann mit dem Stift... Oh, danke schön. Da. Lass die Flasche hier. Ich bin doch da. Warst du baden oder was ist das? Was? Warst du baden? Ja. Danke. Schwitzt du auch manchmal so? Selten. Da ist noch Luft. Bitte? Da muss noch Luft sein. Ich bin nicht der Riesenschwitzer. Nee. Okay. So, jetzt erklärt noch mal das Spiel. Können wir uns mal in Ruhe unterhalten? Ja, nach der Spiel Sendung. Ist, da sind drei Objekte und wir müssen draufdrücken, auf welchem Kästchen das Objekt war. Richtig? Ihr müsst es treffen, das Objekt. Ja. Also ihr habt jetzt zum Beispiel diese drei Dinger gesehen. Ja. Ja. Jetzt nehme ich das mal weg. Ihr seht es nicht mehr. Ja. Und dann frage ich zum Beispiel, wo war die Banane? Ihr habt einen Stift. Im Finger geht's auch, aber ihr habt einen Stift. Alexander hat's. Habe ich okay gedrückt, ja. Ja, hast du, Silvio auch. Und dann gucken wir uns die Auflösung an. Da habt ihr gedrückt, gepinnt. Und ihr habt beide auch die Banane getroffen. Somit würden beide jetzt einen Punkt bekommen. Wer nach 9 Aufgaben mehr Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Ja? Beim Merken, wenn ich euch sage, hier kommen die Begriffe, bitte die Hände runter machen. Nicht, dass ihr irgendwie vielleicht... irgendwelche Zeichen. Ja. Am besten auf dem Rücken. Die Hände nach unten. Die Hände. Okay. Unter das Pult. Nein, mach die Hände einfach hinter den Rücken. Das kriegst du hin. Ja, das ist ja jetzt hier unfair. Wieso ist es unfair? Na gut. Du kannst den Stift auch in der Hand behalten. Du musst einfach nur die Hände hinter den Rücken. Beim Merken. So. Beide Hände auf dem Rücken. Jetzt geht's los. Beide Hände auf dem Rücken. Herr Zverev. Ja gut, ob ich sie hier habe oder hinterm Rücken. Nein, Latte. Hinter, mach's einfach hinten. Mach doch einfach, Stopp. Das Ding ist wieder kaputt gegangen hier. Ach, Mensch. Ja, du mit deinen Händen auf dem Rücken. Polizei. Ja. Manche kennst von der Polizei, manche aus dem Schlafzimmer. Das hast du gesagt jetzt. Das Schlagzeile bei Bild kommt bei dir, dann nicht bei mir. Wie, was denn? Ich weiß ja nicht, was du für Gedanken hast. Also, jetzt 20 Sekunden diese Objekte. Es geht um Verkehrsschilder. Zeit, um sich diese Schilder einzuprägen. Schilder weg und wir suchen das Schild Umleitung. Wo war Umleitung? Elton? Ja? Gib mir mal einen Stift, bitte. Hast auch dein Plättchen verloren. Jetzt müssen wir noch einen Ersatzstift irgendwie besorgen oder ein Plättchen. Aber ist okay, ich hab's okay. Ja. Ich hab schon. Beide haben. Mit dem Finger geht's auch. Hallo. Ich hab doch schon angegeben. Ja, aber trotzdem. Konzentrier dich mal auf mich, auch wenn es schwer fällt. Beide haben eingepinnt. Gucken wir mal, wo. Und wo war das Umleitungsschild? Da. Silvio hat es voll getroffen.
Alexander leicht daneben. 1-0. Hier die nächsten Objekte. Wieder 20 Sekunden Zeit. Es geht um diese tollen Sachen hier. Kleidung. Alles, was ihr da seht. Hände auf den Rücken. Oder zumindest weg vom Pult. Meinetwegen macht es auf den Oberschenkel, aber... Wir suchen die OP-Maske. Noch einloggen. OP-Maske. Wir gucken, wo war sie? Da habt ihr eingepinnt. Relativ dicht. Hat auch jemand getroffen? Silvio hat getroffen. Knapp daneben. Da können wir ranzoomen. Nicht die Maske getroffen. Punkt für Silvio. 2-0. Bild Nummer 3. Ah. Willst du das nicht lieber ranmachen? Oder? Super. Ah. Dankeschön. Könnte man auch als Spiel machen. Ja. Also 2-0 für Silvio. Drittes Bild. Hier die Objekte. Werkzeuge. Wir wollen wissen, wo war die Säge? Beide haben eingepinnt. Wo habt ihr das hingesetzt? Da. Und die Säge ist da. Und beide haben es getroffen. Auch Alexander, wenn auch knapp, aber es ist dran an der Säge. Gibt auch einen Punkt. 3-1. Hier das nächste Objekt. Tiere. Wir suchen das Schwein. Wo habt ihr es hingesetzt? Diesmal beide weit auseinander. Ist jemand richtig? Wo ist das Schwein? Silvio, mitten ins Auge, würde ich mal sagen. Aber richtig. 4-1. Konzentrieren, nicht nachlassen. Es ist jetzt eine reine Kopfsache. Hier die nächsten Objekte. Instrumente. Wir suchen das Akkordeon, das Schifferklavier.
Wir gucken, wo ihr hingepinnt habt. Wieder beide weit auseinander. Und wo ist das Akkordeon? Da ist das Akkordeon. So, wir haben 6, 7, 8, 9, noch 4 Bilder. Und warte, wieso steht jetzt 5-1? Es war gerade 4-1 und ich habe einen Punkt gemacht. Nee, ich habe gewonnen gerade. Du warst daneben. Du hast das Klavier. Das Akkordeon. Akkordeon. Oh. Schrägstrich Schifferklavier. Für jemanden, der nicht weiß, was ein Akkordeon ist. Darum 5-1. Komm, du bist doch so ein Kopftyp jetzt. Noch 4 Dinger sind offen, ne? Es sind noch 4 Dinge offen, das heißt, solltest du den Punkt machen, hast du gewonnen. Mach weiter. Nicht hier so eine lange Kunstpause. Ich bin gerade in einer Konzentrationsmodus. Vielleicht machen wir ja jetzt Werbung. Ja. Nein, hier die Objekte. Konzentriert euch bitte auf die Objekte. 20 Sekunden. Hier sind sie. Es geht. Um Bälle. Und wir suchen den Basketball. Scheiße. Wir gucken erstmal, wo ihr euren Pin reingesteckt habt. Sollte Silvio richtig liegen, hat er 100.000 Euro gewonnen. Sascha, Alexander muss alleine richtig sein, damit das Spiel weitergeht. Wo ist der Basketball? Alex hat getroffen, Silvio ganz knapp nicht. Wir können auch gerne ranzoomen. Somit den ersten Matchball locker abgewehrt. Sehr gut. Weiter geht's. Hier die nächsten Objekte. Es geht um Flaggen. Und wir suchen die Flagge von Frankreich. Beide haben ihr okay gegeben. Nochmal, Silvio, wenn er richtig liegt, hat er die Show gewonnen. Wenn nicht, kommt Alexander wieder weiter ran und wir spielen weiter. Jetzt gucken wir. Beide eng. Und liegt da die Frankreich-Flagge? Da liegt die Frankreich-Flagge und somit Silvio Heinevetter 100.000 Euro. Ja, Mann. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
So, im Prinzip kann man sagen, Sharky, da haben wir HS auch wieder da. Oder Corinna, hast du dich aber verändert? Du kannst auch alles sagen. So, also, Silvio Heinevetter, ja, die Handballer behalten weiße Weste. Wieder hat ein Handballer gewonnen, 100.000 Euro. Aber nochmal Riesenapplaus auch, natürlich für Alexander Zverev. Nochmal gut rangekämpft. Ah, nicht ganz gereicht. Dankeschön natürlich an Ron Ringgut, an so eine Hammerhai. Corinna ist wahrscheinlich schon fixiert drin, keine Ahnung. Und ich nehme jetzt auch einen Schlummertrunk und sage gute Nacht. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön hier ans Publikum. Danke an Ron Ringgut.